So, willkommen heute wieder zu einer wöchentlichen Übersicht, was denn so bei meinen Clicker Idle und Incremental Games los ist. Und ja, die Liste hat sich aktuell nicht geändert, es bleibt bei den bestehenden 8 Spielen. So, das letzte Spiel in der Runde heute ist Zombidle. Also bei Zombidle hat es jetzt wieder ein Update gegeben. Mal gucken, was sie jetzt alles darüber geschrieben haben. Genau, also es gibt ein neues Eventsystem. Das sind vor allen Dingen die neuen Devil Deals, die dann für eine Weile kostenfrei sind. New Death Medals, okay, da muss ich gleich mal nachschauen, das ist wahrscheinlich in den Challenges dann drin. Gut, Optimization, tons of Bugfixes, gut. Hier soll ich Upgrade Any Monster, 155, Tapping. Und hier sind letztlich jetzt die Events angezeigt, das heißt in nur noch 7 Tagen, dann startet Christmas 2017 und da gibt es dann die Devil Deals für lau, das heißt man muss kein Blut mehr bezahlen. Und später gibt es dann noch Double Bounties und Get All Chest Items, das sind dann noch weitere Events, die dann dort starten. Und was aber damit auch verbunden ist, ich bin jetzt glaube ich nicht in der richtigen Welt, das ist glaube ich in der anderen, weil das hier, nicht das da meine ich. Ich muss ja zu dem Dealmaker gehen. Also im Itemdump, die Weihnachtsitems sind jetzt eben runtergesetzt und das ist nämlich das, was ich jetzt auch mit euch machen möchte. Ich werde die Weihnachtsitems kräften, beziehungsweise die Items, die damals 2016 für Erweiterung verwendet wurden, die werde ich dann jetzt verwenden, um dann dort bessere Items herzustellen. Hier ist der relevante Itemdump nicht. Das sind auch nicht die Weihnachtsgeschenke. Also die Weihnachtsgeschenke sind dann in der dritten Welt. Ich gehe jetzt hier dann in die dritte Welt, das dritte Königreich, in dem noch einiges zu tun ist, weil da sind die Monster, die ich da kaufen kann, noch verdammt teuer. Und 15 Billionen Juwelen, so viel habe ich noch lange nicht über. Oder beziehungsweise diese Orbs. So, und hier plündern wir jetzt den Itemdump. Also die kosten jetzt im Moment die Hälfte von dem, was sie regulär kosten würden. Das letzte Item ist spezial in der Hinsicht, dass das jetzt kein weiteres Rezipient mehr hat. Jawohl. Die anderen sind eben, die haben ursprünglich den Drop von dem Event-Item erhöht. Also man hat dann, keine Ahnung, ob Zuckerstangen oder irgendein anderes Event-Währung, die dann da halt nach und nach gedroppt wurde, gab es dann jeweils ein Item mehr, was man da halt bekommen hat, wenn sie denn angefallen ist. Und jetzt dienen die Sachen halt einfach, um besondere Items herzustellen. Aber dazu muss ich natürlich erstmal alle einsammeln. Und insgesamt 9 Items, die dann für Crafting verwendet werden können. Also, ab in die Arkane-Werkstatt. Hier erstmal alles eingesammelt und mal gucken. Ja, die sind alle schön aufgeladen, das ist gut so. Hier kann ich jetzt gleich mal nachschauen. Und zwar, ich habe jetzt den grünen Shard hergestellt. Das heißt, von denen brauche ich jetzt noch 2 weitere. Das heißt, ich schicke hier gleich die nächste Shard-Produktion auf den Weg. Weil die anderen sind mir halt dann doch mit den einigen Millionen dann doch schon ein bisschen zu teuer. Das heißt, hier wird auf jeden Fall dann der Shard weiter produziert. Und jetzt schaue ich mal, dass ich zusammenbekomme, wie diese Christmas-Event-Items jetzt eigentlich zusammengehören. Also ich glaube, die Kohle, die Berries und das Candy, nee, das war es nicht. Okay, also das Ding zusammen mit Schleife und Kohle ergibt 1. Okay, Multiplizieren DPS bei 4 Stacks Multiplicati. Gut. So, der X-Mess Warhammer ist der erste. So, der zweite ist die Zuckerstange mit dem Snowball of Doom, der jetzt da vorne steckt. Und zwar 30 to Uncommon Boss Drops, X-Mess Monster Head. Und das dritte in der Runde ist dann entsprechend der Rest.
So, also das Element. So, Lemon Flavored Magic Snow, super. Dann die Xmas Berries und die Bottle. Ja, ein bisschen logisch, vielleicht Zitrone, Beeren zusammen in die Bottle, eine Xmas Potion und damit 20% mehr White Orbs. Das ist aus meiner Sicht immer noch der stärkste Bonus. Weil ich habe ja im Moment, glaube ich, in der höchsten Stufe irgendwie so 140.000 White Drops eventuell bei ihm ankommen. Und ja, 20% mehr ist dann schon ganz ordentlich. So, also das sind die drei Weihnachtssachen, die 2016 ausgespielt wurden oder im Endeffekt eingeführt wurden mit dem Weihnachtsevent und die kann man jetzt halt ganz günstig einsammeln. Also her damit. Damit sind die jetzt noch ein paar Stunden beschäftigt, da muss ich dann nichts weiter machen und wir kümmern uns jetzt weiter darum, hier nochmal den Durchlauf zu machen. Im Moment versuche ich so zumindest einmal am Tag reinzugehen, dann die aktuellen Königreiche ja, abzuschließen und ein Reset zu machen. So, Activate All. Genau, mal gucken, was in der Scroll ist. Vielleicht das minus 5. Nee, ich krieg wieder Diamanten. Ist auch okay, auch wenn jetzt dieses minus 5 hilfreicher gewesen wäre. Und ich soll jetzt natürlich für hier, gutes Difficulty kommt erst am Schluss, aber ich soll noch weitere Chestmonster manuell killen. Das heißt, wenn ich nämlich jetzt über das da einsammle, dann gilt das nicht, sondern ich muss die jetzt selber abfarmen. So, da als erstes den Stein, der ist immer der wichtigste. Das letzte Maurice-Item hatte ich eigentlich auch schon soweit fertig. Also die Kugel ist ja jetzt wieder das nächste, den Slime-Orb. Die anderen Items, also das, was jetzt die letzten beiden waren, der Amplifier und hier das Rotten Ghost. Das war jetzt eher, dass noch die Falle dazu gekommen ist. Das heißt, mit einem Ghost, der auftaucht, kann ich jetzt schon drei Seelen einsammeln. Und deswegen ist es jetzt auch zwei drüber über die Kapazität, die ich eigentlich habe. Und da die Map jetzt auch abgeschlossen ist, genauso wie die oben, kann ich jetzt in der Map noch zu Ende gehen. Und dort noch das Maximum-Level hoffentlich erreichen mit 2202. Das ist schon wieder ziemlich hoch, weil es wäre ja eigentlich knapp vor dem Engel. Nee, keine Selfies. Aber vielleicht habe ich ja mit den Boni, die ich jetzt durch die neuen Items bekommen habe, das eine, was ich nur direkt gekauft habe, hat ja einen Nachlass von 20% auf die Rekrutierungskosten gehabt. Das war genau, das war dieser Stern. Reduce Monster Cost bei 20% und dann habe ich jetzt natürlich die Bottle mit den zusätzlichen Orb Drops sowie eben diese beiden mit den ankommenden Boss Drops und der Hammer of Doom. Wo bist du? Du bist da oben. Genau, DPS mal 4. Das wirkt sich natürlich auch nochmal auf. Das heißt, von Items habe ich inzwischen 38.000 Multiplikatoren Bonus. Und ja, mal gucken, ob hier jetzt die neuen Death Challenges irgendwie dazugekommen sind. Doch, die hier. Ah, okay. Steht ja auch sogar drüber. Also, das heißt, das ist deutlich verlängert worden. Keine Ahnung, wie weit die bisher gingen. Jetzt gehen sie auf jeden Fall noch bis 2,5 Q2. Also da sind auf jeden Fall welche dazugekommen. So, jetzt fehlen mir natürlich noch 2 Minuten, damit ich dann alle Skills wieder gemeinsam aktivieren kann und hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter pushen kann. Aber ob das für 110 Level reicht, ist ziemlich unwahrscheinlich im Moment. Das dauert normalerweise dann doch noch ein bisschen länger, um 110 Level, die ich vorher als Maximalwert erreicht habe. Also wissen sie wahrscheinlich noch gar nicht. Mal gucken, Statistik müssen wir erzählen. Genau, also das Höchste ist bisher 2180 und dieses Ding will, dass ich 62 Level weiterkomme. Also das ist im Moment unwahrscheinlich. Und genau, das ist jetzt ein Ankommen mit 179.000. Also da machen sich die 20%, das heißt von 150.000 eben 30.000 dazu, bin ich bei 180.000. Das heißt, zumindest beim nächsten kompletten Durchlauf sollte ich auf jeden Fall in der Lage sein, dass statt den 450 dann tatsächlich nochmal 20% mehr, das heißt 45.000, das heißt so knapp 550 mindestens zu schaffen.
Genau, also 440 Millionen habe ich jetzt. Und ich denke mal, beim nächsten Durchlauf sollten das dann doch nochmal ein deutliches Mehr werden. So, hier ist jetzt natürlich praktisch, weil die Monster fangen natürlich jetzt in diesen drei Areas an, bis zu diesem Bereich, das was so kurz hinterlegt ist, zu clearen. Entsprechend ein bisschen unterschiedlich je Level, je nachdem was eben für höchste Level Monster in der Map wirklich drin waren und die dann jetzt aktiviert sind. Und ja, dadurch kann ich dann hier, jetzt habe ich zum Glück keine Mission, dass ich irgendwie eine bestimmte Gruppe ausklammern muss, sondern kann ich dann einsammeln und dann habe ich auf jeden Fall genug Kohle zusammen, ohne dass ich jetzt zwischen den Maps springen muss und dort ein bisschen fighten muss, dass ich hier tatsächlich alle dann mit Level 100 aufleveln kann und am Ende dann einfach mit Maximalleveln arbeite. So, das heißt jetzt erstmal wieder alle Skills kaufen, die sind jetzt auch automatisch zurückgesetzt, kann ich gleich wieder auslösen. Dann nochmal schauen, was jetzt hier als Scroll ist und wenn es keine Diamanten sind, dann ja, kannst du eh vergessen, weil ich werde dafür jetzt keinen Bloodstone weiter rausgeben, bloß um so einen Damage-Bonus zu bekommen. Gerade wenn ich jetzt am Anfang bin, lohnt es sich eher am allerwenigsten, weil da komme ich auch ohne Hilfe ziemlich schnell durch. Aber mehr gibt es jetzt hier aktuell auch nicht, weil das ist so dann immer der Zustand, nachdem ich einmal resettet habe, kann ich es dann auch beenden. Vielleicht noch eben einmal die Skills auslösen und abwarten, damit ich da auch noch möglichst hohes Level für Karl den Monolithen und natürlich für The Tomb King erreiche. Einfach damit die sich hier möglichst lange in diesem Königreich hier durchkämpfen können. Genau, also wenn ich mir jetzt eben auf der Karte anschaue, das heißt, wenn ich jetzt eine Weile offline bin und dann irgendwie morgen Vormittag oder so weiter das Spiel wieder starte, dann ist natürlich das Ideale, dass die Bosskämpfe oder die Monsterkämpfe alle soweit ausgeführt sind und dann muss ich eben nur noch diese kleinen Gaps zum Teil schließen, die halt gerade im ersten und zweiten Königreich vorhanden sind. Im dritten ist es noch ein bisschen langwieriger, weil ich da halt noch keine höheren Monster außer dem ersten habe. Und die anderen beiden Königreiche muss ich natürlich eh selber machen. Und je später ich dann eben wieder rausgehe aus dem vierten Königreich, bevor ich mich aus dem Spiel auslogge, ist natürlich die Chance auch ganz gut gegeben, dass Bob das hier dann schon soweit geklärt hat. Und dann gilt es wiederum nur noch die letzte Ebene vom aktuell 5. Königreich zu erfüllen, bis es sich dann lohnt zu resetten. Soweit für heute, also auch bei Zombindel. Der Winter und Weihnachten hat begonnen, auch wenn jetzt noch nicht so viel los ist, aber in ein paar Tagen beginnt dann ja, das kleine Event, das mit den Christmas Deals, dass man dann von ihr ja, die Sachen einfach geschenkt bekommt. Schauen wir mal. Also bis zum nächsten Mal dann bei Zombindel. Und bis zum nächsten Wochenrückblick. Also, tschüss!